Ein 3D-Drucker, eine CNC-Fräsmaschine oder eine 5-Achs-Fräse. Diese und viele weitere Laborgeräte stehen in der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort den Studierenden zur Verfügung. Doch ohne die Sparkasse Duisburg würde das Labor nicht so toll ausgestattet sein. Und daher verlängerten die beiden ihre Partnerschaft erneut um 2 Jahre. Wir freuen uns sehr, dass die Sparkasse Duisburg uns weiter fördert. Wir haben jetzt den Vertrag unterschrieben für die nächsten 2 Jahre. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, dass wir auch Gelder bekommen, um Aktivitäten zu fördern. Und unsere Aktivitäten sind im Bereich der Studienförderung, also gute Studienleistungen, Absolventenpreise und eben aber auch freie Mittel, wo wir eben auch Dinge anschaffen können, die wir normalerweise aus unseren Landesmitteln nicht besorgen könnten. Seit 2014 unterstützt die Sparkasse Duisburg mit bereits mehr als 100.000 Euro den Campus Kamp-Lintfort der Hochschule Rhein-Waal. Und auch in diesem Jahr kommen weitere 18.600 Euro hinzu. Von dem Geld sollen neue Laborgeräte wie zum Beispiel einem Umweltanalysegerät, welches die radioaktive Strahlung in alten Bergbaugebieten messen kann, gekauft werden. Dieses Jahr sind wir dabei. Dankenswerterweise können wir mit diesen Geldern, die uns frei zur Verfügung stehen für Sachanschaffung, ein Umweltmessgerät anschaffen für die Messung eben von Schadstoffen auf dem Gelände hier in der Nähe der Hochschule. Aber da eine Hochschule ohne seine Studierenden keine Hochschule wäre, dürfen diese auch nicht zu kurz kommen. Daher fließt fast die Hälfte der finanziellen Mittel in Stipendien, die Studenten, welche mit besonderen Erfolgen auf sich aufmerksam machen, unterstützen sollen. 10.000 Euro zum Beispiel für Anschaffungen, neue technische Geräte zum Beispiel hier am Campus Kamp-Lintfort. 5.000 Euro fließen in den sogenannten Sparkassenpreis, also wenn jemand eine ganz besonders gute Master- oder Bachelorarbeit geschrieben hat, könnte er diesen Preis eben gewinnen. Und 3.600 Euro fließen in 2 sogenannte Deutschlandstipendien. Es gibt hier eine ganze Reihe von Stipendiaten an der Uni, ich glaube 70. 2 davon, die also einen Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten sozusagen über Stipendienmittel bekommen, werden von uns gefördert. Und diese Förderungen sind dank der Sparkasse Duisburg möglich. Noch bis 2019 läuft der unterschriebene Letter of Intent. Doch es macht den Eindruck, als würde diese Partnerschaft noch viele Jahre darüber hinaus bestehen bleiben.